Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind in den Grundrechenaufgaben und heute beim Subtrahieren, beim Minusrechnen. Und da schauen wir uns die Sache mit der Hilfsaufgabe an. Das ist super praktisch und passt auf, warum. Also, wir brauchen ein Beispiel. 345 minus 199. So, das ist für einige von uns im Kopf ziemlich schwierig. Ist es aber gar nicht. Wir bedienen uns nämlich eines Tricks. Passt auf. Wir rechnen gar nicht 345 minus 199, sondern wir rechnen erstmal minus 200. Das ist total einfach, weil sich ja nur der Hunderter verändert. Das heißt, aus 345 wird 145. Und jetzt müssen wir aber diesen einen, den wir hier mit abgerechnet haben, wieder dazugeben. Das heißt, jetzt machen wir die Korrektur und rechnen hier hinten raus im zweiten Schritt plus 1, weil wir einen mehr abgerechnet haben, als wir mussten. So, und das ist auch wieder einfach, denn 145 plus 1 ist einfach 146. Und jetzt haben wir eine schwierige Aufgabe durch eine Hilfsaufgabe, nämlich durch das Aufteilen in zwei leichte Aufgaben, ausgerechnet. Und wisst ihr was? Das funktioniert sowohl schriftlich als auch im Kopf. Und das üben wir jetzt. Also, auf geht's. 743 minus 298. Okay, habt ihr eine Idee, wie die Hilfsaufgabe aussieht? 743 minus, wir runden auf, 300. So, das ist wieder einfach. Das sind 443. Und jetzt haben wir ja zwei mehr abgezogen, als wir mussten. Also hinten raus jetzt einfach plus 2. Und schon wisst ihr die Lösung im Kopf schneller, als ich schreiben kann. 445. Ist das nicht praktisch? So schnell kann man das rechnen. Nächste Aufgabe. 655 minus 496. Sieht schwierig aus, ist total einfach. Also 655 minus, aus den 496 machen wir jetzt einfach 500. Dann ist das wieder einfach. 655 minus 500 sind 155. So, jetzt haben wir 4 mehr abgerechnet. Die müssen wir wieder dazu tun. Also plus 4. 155 plus 4 sind 159. Fertig. Na, das ist doch wirklich eine Erleichterung, oder? Nächste Aufgabe. Wir sind ja gut im Flow. Also 856 minus 693. Also schon eine richtig knackige Aufgabe im Kopf. Nö, ist es gar nicht. Wir rechnen nämlich einfach 856 minus 700. Das ist wieder einfach. Das sind 156. Und jetzt haben wir 7 mehr abgerechnet, als wir mussten. Also rechnen wir hinten raus plus 7. Und 156 plus 7 sind 163. Und schon sind wir wieder fertig. Okay, ihr seht, man kann mit einfachen Tricks richtig schnell rechnen. Ein paar Aufgaben machen wir noch. 954 minus 394. Okay, Hilfsaufgabe. 954 minus 400. Zwischenergebnis 554. Wir haben uns 6 dazugeholt, beziehungsweise wir haben 6 mehr mit abgerechnet. Die müssen wieder weg. Also plus 6. So, 554 plus 6 sind 560. Und schon sind wir wieder fertig. Okay, weiter geht's. 781 minus 697. Hilfsaufgabe, 781 minus 700. Das sind 81. Und die 3, die wir zu viel abgerechnet haben, die kommen wieder oben drauf. Plus 3. Und schon sind wir wieder fertig. Das sind 84. Also, ihr seht, das ist ein richtig praktisches Verfahren. Eine letzte Aufgabe.
71 minus 296. Und kennt ihr die Hilfsaufgabe? Klar, 871 minus 300. Das sind 571, weil wir ja nur den Hunderter rechnen. Und jetzt haben wir 3 mehr abgezogen, als wir mussten. Also kommen die 3 wieder drauf, plus die 4 natürlich, die 4 wieder drauf, plus 4. Und dann sind das 575. Der Versprecher war natürlich Absicht, um euch zu testen, wisst ihr ja. Okay, so, ihr habt gesehen, wie funktioniert das Subtrahieren mit Hilfsaufgabe. Ich persönlich finde, dass das super praktisch ist und das Beste ist, das kann man sowohl schriftlich als auch beim Kopfrechnen benutzen. Okay, das war's.